Hallo Leute! Hallo meine bärtigen Freunde, um genau zu sein, zu einem neuen Video von mir im Nalon! Heute für die Fast vs. Revamp P1. Ja. Es gab zwei große Updates zu Halloween. Einmal Halloween 2020 mit den drei Freunden hier. Und vor einer längeren Zeit noch die Phantoms 2020. Oh, jetzt bin ich schicker, auch egal. Ich weiß, ich mache wenig Videos im Moment, aber wartet auf Freitag, da kommen zwei, vielleicht auch drei Videos noch mit von Minecraft. Warum wundert euch nicht, ich esse dabei. Bei mir ist der Lucky Fox. Moin Meister. Der einzige Furry, mit dem ich wirklich aufnehmen will. Ich hab Fox-Spiele. Nicht nur das. Und das weißt du auch. Ich weiß. Und nein. Ihr könnt zwar in den Kommentaren fragen, was ich damit meine, aber vor 4000 Abonnenten werde ich es nicht veröffentlichen. Also, wenn ihr wissen wollt, worüber ich und er reden, abonniert! Verdammte Scheiße. I am invisible. Hallo, 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 hallo. Das ist, glaube ich, in meinem Server, oder? Doch, ja. Ich bin auf deinem Server. Ich bin noch immer bei dir. Ich hab halt jetzt auch wieder mal. Nein, dann haben wir nicht mehr so eine schöne Zeit. Was er Fragen hat. Erstmal. Frag einfach in den Kommentaren. Ja. Ich lache einfach gerne verrückt. Nein, das ist was anderes. Auch egal. Wieso mein Badges? Wir haben alle, wir müssen auf die nächsten Updates warten. Dann wird es da auch ein Video geben, kein sogar. Und ja, ich esse gerade eine Pizza. Denn wir haben heute den 12.11. 2020 um 19.14 Uhr. Nehme ich noch ein Video auf. Warum tue ich mir das an? Was? Und bevor es groß Videos wie Roomtours oder so gibt, oder ein First Hit Review dauert noch, ich bin gerade am Umziehen. Und dann brauche ich erstmal die Kohle. Aber dann wird es dazu bestimmt auch Videos geben, eben wie ich das Ding baue. An mir ist eine hässliche Schüler vorbeigerannt. Du läufst, glaube ich, unter mir. Ich höre manchmal Schritte, wenn ich hier durch die Pizzeria gehe, obwohl sich niemand bewegt. Ja, ich bin auf die Tür. Alter, Screenshot kannst du mir nicht machen.
Fredbear's Family Diner. Hier sind Baupläne für ein Endoskelett. Dudi, dudi. Hässliche Chica. Hässliche Chica. Ich mag das Modell nicht. Die ist hässlich. Hallo Springtape, machst du jetzt die Preise hier? I'm a flying Chica plushie. Woo! Mich in Ruhe, scheiß lila Typ mit lila Nightguard Uniform. Ja. Ja. Alter, die sind so leise. Man hört sie gar nicht. Ich laufe auch gar nicht über eine Straße gerade. Hör mal. Mach den da. Ist halt weg. Ich komme zum Spawn mal, warte. Charakter zurücksetzen! So, wenn ich mal. Von mir aus aber auch nur, weil du es bist. Das tue ich nicht immer alles für dich, ne? Okay, tue ich gar nichts mehr für dich. Fucking Christ. Weißt du, tut man für denjenigen, der noch so spät mit einem aufnehmen will, schon den Gefallen und nimmt den Charakter, den er wollte, und dann? Nein! Passt es ihm wieder nicht! Leute, kennt ihr das? Wenn ihr mit jemandem zockt und ihm passt nicht, egal was ihr macht, obwohl er es vorschlägt. So fühle ich mich manchmal hier. Die Leute denken so. Sollen ihre Leben. Sollen sie doch denken, was sie wollen. Ja. Mir doch scheißegal, ist mein Leben und ich lass mir nicht von ein paar Neonazis in den Kommentaren bestimmen, wie ich mein Leben lebe. Boah, ein Meister, ich bin an der Tür. Yep, moin, ich bin drin. Da erlebt ihr mal, was ich meistens am Wochenende, mit wem ich es am Wochenende meistens zu tun habe. Das passiert irgendwie jedes Wochenende, wenn Lucky Fox bei mir zum Aufnehmen kommt. Passiert genau dasselbe jede Woche. Er macht Lichter an in meiner Wohnung, Lichter aus, macht Türen auf, zu, stellt Möbel auf einmal, klebt Möbel an die Decke. Ohne Witz. Eine Katzendecke von mir hat an der Decke gehangen. Ich weiß bis heute nicht, wie er es hinbekommen hat. Freddy, hier ist doch keiner. Oder doch? Wer ist denn eigentlich? Sag mal, jetzt sind sie da. Der ist zu viel, finde ich. Ich glaube, das eine Licht ist kaputt, Elias. Sorry, Lucky Fox. Ist ja lieber wie deine Person heißen. Ich kann das Licht hier nicht mehr ausmachen. Hey, bei mir funktioniert das Licht nicht mehr. Es. Machst du gerade das Licht die ganze Zeit an und aus? Ja. Nee, ich meine, auf einer Seite der Tür funktioniert das Licht gar nicht mehr. Es hat mich ausgespielt. Ach, jetzt klappt es wieder. Wollt ihr mich verarschen? Lässt du mich rein? Ja. Thank you.
warten jetzt nach Wächter. I am a fox. A cute fucking fox and I bite your ass. So, stehe hier oben. I'm a cute fucking fox and I... He... Ah, damn it. English. I'm a cute little fox and I fuck your life. Or your wife? Maybe auch deine Frau. Wife. Nee. Wife als Frau. I'm a cute little fox and I fuck your wife. Schaut, schaut, fragt eure Frauen das nicht so ganz genau, mit wem sie Geschlechtsverkehr hatte. Und ja, YouTube, sperr mich doch dafür. Transfolge, komm mit neuen Account. Ich provoziere YouTube. Sie haben einen meiner Lieblings-YouTuber. Nur wegen Furry. Nur weil er einen Furry-Kanal hat. Komplett das auch, Geld gekürzt. Also. Ich bin auch draußen wie. Sie haben, nur weil er Furry-Content gemacht hat, seine Videos demonetarisiert. Seitdem bin ich auf YouTube ein bisschen stinkig. Stehst du gerade oben bei mir? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Hä, wenn ich die Kamera innen... Ach nee, das sind nur... Hä? Du siehst das... Ihr seht das gerade auch, oder? Ich glaube, das ist einfach nur das normale Freddy-Modell. Nur, dass die Texturen so dick sind, dass er nicht leuchten kann. Denn in seinem Körper leuchtet es. Wenn ich die Kamera ganz nah in den Körper zoome, siehst du das? Die Texturen glitschen. Yo, Meister. Aber auch nur beim Song. Wenn ich den Song abspiele, glitscht es. Ich glaube, das ist ein normales Freddy Modell nur remastered. Ach, hier. Oh, Kätzchen. Cute. Oh, der arme Bonnie, der am Anfang von FNAF 1 Karriere immer als Mädchen abgestempelt wurde. Nur da jetzt jeder weiß, dass er ein Kerl ist, kommen irgendwie immer mehr Not Safe Works von Kerlen auf Google. Ja, Google, sperrt mich euch dafür. Ich bin mit meinem Kopf in der Decke. Schau mal, ich bin Höhenflieger. Jo, kann man aussperren. Tschüss. Tschüss. Ducky, die Frage ist wichtig sehen. Oh mein Gott, du hast nicht schnackt. Nein, ich kann mich wieder nicht bewegen. I'm stuck again. Siehst du, ich hab dir den Bug, hab dir gesagt, der Bug existiert. Stay. Du sollst Day sein. Day? Nicht. Was ist jetzt an mir? Ich soll Day sagen, ich soll nicht Day sagen. Ich war auch komische Schicker. And I am a snake. Yes, I am a snake. Golden Age. Fredbear, komm her. Freddy. Fredbear, schnell, Respekt, Bär. Das ist so fett ist. Der heißt ja auch nur Fredbear. Man könnte es auch abändern zu Fettbär. Ich bin fett. Ja, Fettbär. Do you get it? He is thick. He has a thick dick. What? Ich sag. Ich bin auch. Ich hoffe, keiner von euch kann so gut Englisch. Ansonsten. Ja, hab mich gerade versprochen. Ich wollte statt das Dick-Wort Englisch
Big sagen, nicht dick. Big. He's thick. He has a thick big. Ja, thick. Thick heißt auf Englisch dick. Ja, also dick. Im Sinne von du bist fett. Das ist fett. Das ist halt, ist das halt. Okay? Hoffe ich dafür fertig zu machen. Nur weil du so schwul denkst, Junge. Ist der. Nein, das hat Scott nie bestätigt. Was bestätigt ist, dass wirklich das, wenn ich Furries jetzt ärgere mit der Aussage, aber seid mal ehrlich, 80% des Fandoms ist schwul. Und wenn da ein paar Furries in den Kommentaren sind, die mich aufklären wollen, dass es anders ist, bitte. Aber ich weiß, dass es nur vielleicht 20-30% des Fandoms Frauen sind. Zuletzt, als ich die Nachrichten nachgelesen und gehört habe. Sorry, wenn ich falsch liege. Ich auch nur das, was ich mitbekomme. Oh, hier steht schon Spring Barney. Spring Barney, Dani, Dani. Spring Barney, Dani, 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 Dani. Du kannst zwei Sachen einfach aus dem Allerdings. Ja, I hate you so much! Was für die beiden Maschine passiert ist, Fat Girl. Lange Geschichte. Fat Girl ist dieses kleine Kind Kopfgebissen Stück. Von Anfang an. Es gab in FNAF 4 ein kleines Kind, das wurde von seinem großen Bruder die ganze Zeit gemobbt. Bis zu seinem Geburtstag in Fredbear's Family Diner, der Vater ist WMF. Der große Bruder hat den kleinen Bruder ins Maul von Fredbear gepackt, die Maschine, die ich gerade spiele. Fredbears Mund hat zugeklappt während der Performance, Schädel kommt vordere Hirnhälfte weg, bla bla bla, Kind ist im Krankenhaus erstorben. Und niemand weiß genau, wer Golden Freddy ist. Zwar denke ich, dass das Kind ist, das in Fredbear gestorben ist, um seinem Vater und seinem Bruder es heimzuzahlen, weil der Vater hat nicht richtig aufgepasst. Aber okay, ich könnte auch falsch liegen und es zeigt, dass es jemand ganz anderes ist. Oder Spring Bonnie ist so passiert, bei den Elften hatte die Karma. Die Maschine kaputt gestört und dann ist der gequetscht geworden und ja. Denk nicht, ja, ich wollte auch Weeball machen. Weeball. Nein, willst du nicht, dann bin ich wieder ganz alleine. Mit meiner Maschine. Dann bin ich doch wieder ganz traurig. Kommentarbereich, denkt jetzt nichts Falsches. Das geht an euch. Und falls doch, fragt nach. Pizza bleibt drin. Du hast auch Spinblocks drin. Ich weiß. Fett mit Spinblocks. So ist ja auch Shadow Freddy und Shadow Bonnie entstanden. Auch wenn Shadow Bonnie eher das normale Toy Bonnie Modell ist, was dann wieder keinen Sinn ergibt, weil ja gesagt wurde, dass es ein Spinblock-Unfall war. Und die einzigsten Animatronics mit Springlocks waren Spring Bonnie. Und Spring Bonnie sieht bestimmt nicht aus wie Toy Bonnie. Weil Toy Bonnie ja gebaut wurde, um süßer kleiner zu wirken. Scott, du hattest einen Job. Verdammte Scheiße, er hatte einen verfickten Job und den hat er verkackt. Schaust du mir gerade auf dem Arsch? Ja. Yeah. Schaust du mir gerade auf dem Arsch? Nein. Ach, voll im Bild. Und heil mal die Leute. Und heil wieder einfach. Er kommt gleich wieder. Na, Lon. Abo. Abo. Nell. Abo. Abo.
Schreib mal bitte Hashtag Jaden ist blöd. Ich bin in meiner Küche und mach mir ganz viel Pasta. Na 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 na. Wie schreibt jemand Hashtag? Elias ist bei mir, pennt heute Nacht bei mir. Oder sorry, Leute, vergisst seinen richtigen Namen. Er ist der süße Fuchs, den er ist. Lucky Fox. Und wie ich gesagt habe, Hashtag Jason ist blöd. Wie schreibt ihr? Will ich Anzeige gestatten? Hallo? Will dein bitte? Ihr könnt es halt nicht sehen, aber ich schaue gerade das hässliche Gesicht einer hässlichen Katze. Okay. Okay, sind halt das Video angehalten. Mach Video an. Muss weiter aufnehmen, kannst ja dabei sein. Wir sind ja auch erst bei 21 Minuten. Das wird ein langes Video. Ich muss jetzt scheißegal, ob ich auf das Feld stehe. Immer mal im Spiel. In welchem? Bei mir ist alles weg. Oh, unser Server ist fast leer. What? Yo. Hier unten. Das bin ich. Schickt mir Freundschaftsanfragen, ich nehme sie an. So, aber bitte sorgt dafür, dass euer Google. Dass euer. Schreibt mir einfach über Google, wie ihr heißt, und sorgt dafür, dass euer Roblox-Account genauso wie euer Google-Kommentar-Account heißt. Und ich werde euch einladen und anschreiben für das nächste große Video. Okay. Und das heißt, ihr könnt im Streams oder Videos dabei sein. Und ihr könnt mich auch mir. Ich will WhatsApp nicht beenden. Du kannst mir auch Freundschaft anfragen, mir schicken, ich heiße Lucky Fox. Also, ich sag so. Soll ich die Nightguard-Rolle spielen? Von mir aus. Leute, wir machen so. Sorgt dafür, dass euer Roblox-Account genauso wie ihr in den Kommentaren heißt, und ich schicke euch persönlich eine Freundschaftsanfrage und schreibe euch das nächste Mal für ein Video an. Vielleicht habt ihr auch Discord, dass wir das nächste Mal auch über Discord schreiben können, damit ihr im nächsten Video dabei seid. Oder wir können. Ich heiße Ich mag Apfel. Ja, vielleicht, wenn ihr auch in Wuppertal wohnt, könnten wir mal ein Fan-Treffen machen nach Corona. Etc. pp. Ich bin in Corona. Scheiß auf Corona. Nein, wir warten jetzt alle auf den Impfstoff. Ach, und Leute, bitte. Ich weiß, es gibt bestimmt auch Impfgegner unter euch da draußen. Wenn der Impfstoff zugelassen wird. Lasst euch impfen. Es ist nur ein Rat einer der vielen YouTuber, aber es ist super für alle. Wenn ihr nämlich geimpft werdet, könnt ihr euch nicht mehr anstecken. Das heißt, ihr könnt eure Freunde nicht mehr anstecken oder eure Familie wie Oma, Opa, Tante, Onkel, Uroma und was weiß ich nicht noch alles. Und? Eure kleine Schwester, die vielleicht gerade mal 3 oder 4 geworden ist. Und die Impfstoff ist Phase 3. Und die ist 90%. 90%ige Chance, also genauso wie bei einer Grippeimpfung. Yep. Da sagen jetzt die Impfgegner, aber warum nicht 100%? Du kannst einmal kurz leise. Leute, vertraut mir. Nehmt das Impfstoff nicht als erstes. Danke, Zerstörer. Die sollen es erst dann nehmen, wenn es auch getestet ist und vom deutschen Staat zugelassen. Und wieso? Die sollen sie das nicht. Ja, dann. Die testen das auf Herz und Nieren, nicht, dass Nebenwirkungen entstehen, die dir Grippe, die dir, keine Ahnung. Doch, gibt was. Ja, die Corona nur noch schlimmer machen. Welche Animatronic seid ihr? Ich bin Fredbear! Bonnie. Fredbear! Aber der Badge Fredbear, nicht Goldie oder wie auch immer der Fredbear hier heißt. Ja, ja.
ich sehe dich, ich sehe dich. Und Elias ist dann bestimmt Dings. Ja. Also, ich zeige euch jetzt mal eben. Bist du im Office? Ja, ich komme gerade raus. Hier gibt's auch ein Plüsch-Fredbear. Goldie-Plushie, das ist Fredbear für mich. Batman! Also, das Fredbear. Ist Nalon. Und wo ist jetzt... Achso, Elias ist der, wie heißt der nochmal? Power ist da hinten. Lucky Foxy. Also seine Persona heißt Lucky Fox. Hier heißt er Lucky Fox 114. Ist er sehr... Er heißt doch Paul, ne? Was? Mach mal kurz bitte Aufnahme auf Stopp. Ich kann mich stumm schalten, wir sind gleich wieder da. Petplay-Dokus gesehen. Und was ist hier los? Sie nicht mehr.